Vor euch liegt das kleine Kaserndorf Erlgau. Auf der Mitte der Reichsstraße eine Befestigung, die schnelle Eingreiftruppe. Die normale Besatzung fasst hier ungefähr Platz für 70 Soldaten. Aktuell ist allerdings wesentlich mehr Betrieb. Vor euch könnt ihr die Pferde mit den roten Wappenröcken erkennen und einem Banner Rondriana darauf. Diese sind gerade dabei, aufzusatteln, um in Richtung Osten zu reiten. Wir schreiben den 15. per Reine, die 10. Stunde des Tages, und so beginnen wir. Und wohin nun? Nun scheint, als wenn wir rechtzeitig hier ankommen. Ich sollte mit dem Kommandanten dieser Leute da vorne sprechen. Hier sollte auf jeden Fall. Ich werde es wohl mal hinübergehen. Alkohol will ich kaufen. Willst du einen Schluck aus meinem Fässchen? Ich habe ja drei gekauft. Ja. Hier. Und vielen Dank, euer Hochwohlgeboren. Natürlich, euer Hochwohlgeboren. Trink direkt vom Fass. Natürlich, wie an welche habe ich nicht gedacht? Ich sehe zu, dass ich hier wegkomme, bevor ich den beiden noch länger zuhören muss. Ja, bei euch, wie gesagt, eine sehr kleine Ansiedlung, ein Kaserndorf, also ist es quasi einfach nur Palisade, ein paar, Kaschem, kann man so sagen, wo dann eben in langen Häuserreihen die Soldaten untergebracht werden können. Und eine wirkliche Stadtwache oder sowas gibt es nicht. Wir sollten hier rein mit dem Kommandanten reden über die kommende Evakuierung. Ihn in Kenntnis setzen, wenn hier ein paar Reinige weiter vorbeikommt, ihn hier warten zu lassen und selber noch zwei Mühlen, um dort die Evakuierung anzuleiten. Aber der Reineweide kommt doch gar nicht. Unser komischer Typ ist, also unser Bote ist doch hier in das Hexendorf geritten. Der ist doch bestimmt danach nicht mehr weitergekommen. Wie viele Boten laufen täglich über diese Straße, als wenn jeder abgefangen wird? Das ist möglich, aber ich bezweifle, dass ausgerechnet unsere abgefangen wurde. Ja, sie sucht nach starken Männern und wir haben Soldaten mitgeschickt. Wir sollten einfach. Ja, abwarten. Starke Männer. Wir haben auch einen Herold mitgeschickt. Das ist definitiv kein starker Mann. Wir sollten einfach abwarten und sehen, was passiert. Was ist denn mit diesen Rondrianern, die da abreiten wollen? Vielleicht also gut, wenn ihr bereit seid, reitet sofort los! Hey da! Honor zum Gruße! Honor zum Gruß, wer seid ihr? Greifenmund! Stattlicher Rondrianer ritt auf dich zu, an seinen Wappen kannst du natürlich erkennen, er gehört wohl zum Hohen Orden der Wacht. Das ist derjenige Orden, der wohl zum Schutze gegründet worden ist von Rondrasir Löwenbrand, 1021. Das sind auch diejenigen, die in Kleinwartstein sitzen. Das kannst du auf alle Fälle erkennen, weil du dich mit dem Orden schon ein bisschen beschäftigt hast, bist ja schon ein paar Mal dran vorbeigekommen. Habe ich ihn selbst schon mal gesehen? Nein. Ich bin Loy Löwenherz. Wie kann ich euch helfen? Ich bin Jarlan Greifenmund. Das ist Ihr Sohn von Spurgelsen. Etc. etc. Ja, ihr seid die neuen Gaugrafen, korrekt? Exakt. Willkommen in der Partien. Danke. Ich fragte mich nur, wohin des Weges? Zum Todeswall. Wir haben einen Brief bekommen von einem Boten. Rondrasir schickt uns wohl selbst zur Trollmauer. Keine Ahnung, was ihn dazu führt. Avultoyo brachte uns einen Brief und wir sollen jetzt aufbrechen. Dann wollen wir euch sicherlich nicht länger aufhalten als unbedingt nötig. Rondra mit euch. Rondra mit euch. Wenn ihr würdet, könnt ihr an die verteidigenden Truppen, wenn ihr dort ankommt, bereits die Kunde bringen, dass wir auf dem Weg sind, um der Partien zu evakuieren. Und auch bald die Trollmauer aufgegeben werden wird. Wir werden nicht viel rasten. Heute machen wir wohl 80, vielleicht 120 Meilen. Schauen wir mal, wie weit wir kommen mit unseren Pferden. Der Tag ist zumindest schon angebrochen. Wir werden die Nacht über durchreiten und in Galles die Pferde wechseln. Dann wünschen wir euch viel Glück. Danke. Rondra mit euch. Aber wir können euch in Galles auf alle Fälle ankündigen. Aber so Orte wie Talf oder Daffel, was auch immer da vor euch liegt, da werden wir... Oh nein, nicht dort. Ich meinte, wenn ihr an eurem Ziel angekommen seid. Ja. Ihr wollt also direkt bis zur schwarzen Trollmauer vordringen, ja? Bis nach St. Baronia? Bis dorthin. Dann sehen wir uns dort. Er schlägt sich nochmal mit seiner Faust auf die Brust. Rondra mit euch. Und mit euch. Ja, damit setzen sich dann noch die letzten fünf Rondrianer auf ihre Pferde und hauen ihre
Füße in die Rippen der Tiere. Die preschen los. Damit liegt dieses kleine Kasernendorf relativ ausgestorben vor euch. Ihr könnt dann noch so 2-3 Soldaten erkennen, die dann den begeistert hinterher sehen, wie jetzt 40 Hondrianer über die große Reichsstraße 2 preschen in Richtung Osten. Also die begeisterten Blicke können sie auch dann auch nicht verhehlen. Oder schauen dann so ein bisschen irgendwann zu euch rüber. Der Adelige, der über dieses Land verfügt, sitzt in 2 Mühlen, oder? Das wird wohl einen Junker geben, nehme ich an. Oh, mal bei so einem kleinen Kampf vielleicht nicht mal. Aber ja, die Gräfin sitzt wohl in 2 Mühlen, sagt Lanswin. Gut, dann sollte das unser nächstes Ziel sein. Auch, dass wir dieses Land hier evakuieren. Ich schaue mich mal noch neben Stand der Sonne um, ob wir, wie viel Zeit wir noch haben im Tageslicht. Ja, also ihr seid ja relativ früh dann von Avesheim aus aufgebrochen. Und jetzt haben wir so die 10. Stunde ungefähr, aber die Sonne kannst du nicht wirklich sehen. Es ist wie immer ein sehr regnerischer Tag. Ab und zu kannst du mal ein paar Lichtfetzen oder sowas erkennen, aber normalerweise ist der Himmel immer sehr wolkenverhangen. Wir sollten uns beeilen. Also. Das sowieso, ich bin eh schon fast wieder im Sattel festgefroren. Hört dieser verdammte Regen nie auf? Ich denke nicht mehr. Die Jahreszeit. Froh sein, dass wir noch nicht erfroren sind. Ach, jetzt Mohoras Reich. Oh, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Mir geht's eigentlich ganz gut. Und Raphim setzt wieder das Bierfass an. Ach, so schlimm ist der Regen doch gar nicht. Bei uns regnet es auch täglich. Na gut, nicht so lange, aber... Was haben die beiden Baumkuschler erzählt? Alkohol? Alkohol hilft. Na, gib mir mal einen Humpen. Ich hab keinen Humpen, ich hab ein Fässchen. Dann reicht mal das Fässchen um. Ja, ich reiche mein Fässchen herum. Gut, dass ich gleich 3 gekauft habe und ihr wolltet mich noch abhalten. Ihr habt recht. Ihr habt in der Tat recht. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Habt ihr keine Humpen? Wie uns hier? Wofür? Ihr habt doch das Fässchen. Ihr seid ein Graf und ihr trinkt aus einem Fass. Fässchen! Wir können sicherlich in 2 Mühlen uns einen Humpen kaufen. Diskutieren wir gerade ernsthaft. Wenn man hier so ein Horn hat. Diskutieren wir gerade ernsthaft über die Praktikabilität, sich einen Humpen zu kaufen. Was? Einer nach dem anderen, ich verstehe euch sonst nicht. Wer willst du, dass wir fortkommen? Ja, reitet voraus. Ich blicke nochmal sehnsüchtig gehen mit man zu uns. Und dann geht es wohl erst einmal nach 2 Mühlen. Ja, du kannst auch schon auf dem Wegweiser sehen, wo sich das hier alles gabelt, Rodenfurt und Wittmannhus. Dein Blick verbrennt fast diesen Wegweiser, wenn du weißt, was da eben auf dich wartet und dass da dann wohl deine Boten festhängen. Zumindest nach der Information, die dann die Druiden euch verraten haben, oder dass das eben eine Möglichkeit ist. Aber ihr wollt nach Rissfurt oder gräflich 2 Mühlen. Und so brecht ihr auf. Heiliger Geber und verzeih mir, wir packen uns diese Hexe schon noch. Ja, über die Straße sind es wohl 9 Meilen, ganz grob, und die werden dann, ja, natürlich dann dadurch, dass ihr zu Fuß unterwegs seid oder die Pferde eben nur in der normalen Geschwindigkeit dann eben führt, werdet ihr dann bisschen weniger als 4 Stunden brauchen, nach ungefähr 3 Stunden. Wird es alles so ein bisschen bergiger, vor allem, ihr seid dann über mehrere kleine Brücken gegangen, vor allem dann bei Rissfurt. Habt die mehrmals dann passiert, ein paar Brücken, wo sich der Fluss dann immer wieder durch das Land zieht, eben dann durch die Hügel zurückgedrängt wird und umgeleitet. Es wird sehr waldig. Auf der linken, auf der rechten Seite könnt ihr dann immer mehr dunkle, verhangene Wälder erkennen, die auf euch zuwachsen, immer wieder ein paar kleine Bauernkarten und Hütten. Und ihr könnt die Stadt noch nicht ganz erkennen, hört ihr ein Geräusch neben euch, wo der Wald dann an die Straße herangewachsen ist. Gebt mir doch gerne mal eine Sinnenschärfeprobe. Ihr könnt auch sowas wie Fährtenlesen machen. Fährtensuche, auch das wäre okay. Könntet ihr das Ganze nochmal so ein bisschen spezifizieren?
zusätzlich oder stattdessen? Könnt ihr zusätzlich nochmal machen. Unabhängig davon, ob ihr die Sinnschärfe geschafft habt oder nicht. Aber die ist zumindest bei euch allen gelungen. Eure Ohren zucken so ein bisschen in die Richtung. Also das ist wohl ein bisschen mehr als ein wildes Tier. Da sitzen dann wohl mehrere Leute im Gebüsch. Und vor euch auf der Straße könnt ihr auch sowas wie... Isarun nicht, die ist gerade beschäftigt mit ihren Haaren und dreht sich da so ein bisschen oder schubbelt sich so ein bisschen über ihre glitzernden Haare, die so langsam nachwachsen. Die anderen können erkennen, dass es wohl sowas wie Schleifspuren auf der Straße gibt. Bin ich der Einzige, der hier einen Hinterhalt sieht, oder sieht den noch jemand? Man reicht nicht offensichtlich, ja. Welcher Dilettant sitzt da im Gebüsch? Ihr seid wie immer sehr dezent. Ach, schreit doch nicht sonst vor. Sag die Wahrheit. Nett von euch. Herr ja. Pius gebietet uns offen aufzutreten. Wir haben schließlich nichts zu verbergen. Die Büsche rascheln und ihr könnt dann sehen, wie nach und nach 5, 6 Kinder auf die Straße heraustreten, die jetzt ihre Holzschwerter ziehen. Halt! Im Namen vom Räuberbaron Alrik. Ich springe mal von meinem Pferd und ziehe mal meine 2 Hände. Wir fordern Wiegzoll. Entweder ein... Wie heißt das? Weiß ich nicht. Du bist doch der Anführer. Ein Silber oder Honigbonbons. Von jedem? Gefährliche Räuber, wir sollten uns ergeben. Ich bin so enttäuscht vom Hoversreich, ich kann es gar nicht ausdrücken. Bin ich denn der Einzige, der schon mal Kinder weggetreten hat? Wollt ihr von jedem ein Silberstück haben? Nein, eins reicht. Wir kriegen auch so schon genug. So, Kinder, Ärger. Ihr geht jetzt mal von der Straße runter. Nervt uns nicht. Das ist ein Überfall. Du kriegst gleich einige Scheuert, wenn du nicht von der Straße gehst. Magistra. Es gibt auch keinen Grund, mit den armen Kindern so umzuspringen. Wenn ihr Kinder... Doros auch noch unterstützt, werden sie wirklich Banditen. Was sagt denn der hohe Priors zu Überfällen, Herr Bahnstrahler? Das werden wir denen gleich näher bringen, aber so etwas gebietet sich mit der gebotenen Härte zu betrachten. Und sie sehen ihn doch an. Ja, aber wir haben nicht einmal schon niedergeschlagen und weggeschleift. Vielleicht sollten wir ihnen echte Waffen schenken. Damit seid ihr nochmal der nicht gut mit Kindern ist. Das ist ein guter Punkt. Du da, Bursche, wie ist dein Name? Hab ich doch schon gesagt, ich heiße Alrik. Du bist also der Räuberbaron. Deine Menschenkenntnis verrät dir, er lügt wohl gerade, was seinen Namen angeht. Da musst du jetzt nicht würfeln gegen ein Kind. Ja. Ich bin der Räuberbaron. Und warum bist du der Räuberbaron? Weil ich das Sagen habe und weil ich das Silber von euch haben will. Eins reicht, ohne Honigbonbons. Und was denkt deine Mutter davon, dass du der Räuberbaron bist? Das ist meine Mama aus dem Spiel, ja? Ich lass deine Mama aus dem Spiel, wenn mir danach ist. Gebt ihr uns jetzt was oder nicht? Ich rate mal ein bisschen auf ihn zu. Ich gebe dir einen Satz heiße Ohren. Was glaubst du eigentlich, Kind? Hier auf der Straße stehen und Leute ausrauben. Hast du denn sonst nichts zu tun? Musst du nicht Schafe hüten oder so? Es wird bald geschlachtet. Ihr wollt mich schlachten? Die Schafe! Er rennt wieder zurück in den Wald und die anderen folgen ihm. Ich möchte ihm mal nachgaloppieren und ihm mal Kragen packen. Okay, dann gib mir mal eine Reihenprobe, vor allem wenn du dem in den Wald hineinfolgen willst, dass so ein paar Büsche und Äste zusammen zu dir ins Gesicht peitschen. Du bekommst einen Schadenspunkt und dann kannst du ihn packen. Ah, so kennen wir unseren Ritter. Beugst dich so ein bisschen dann runter vom Pferd, dass du ihn dann vor dem letzten Gebüsch, wo er gerade abtauchen wollte, packst ihn mal im Schlawittchen und er wird unangenehm dann, ja, gewürgt. Du kannst ihn auch hören, wie er so ein bisschen röchelt und dann sein Hemd sich dann nach oben schiebt, ein paar Nähte, die ihn auch reißen und dann hast du ihn auf alle Fälle gepackt. Ich setze ihn dann auch vor mir auf den Sattel. Ich will ihn ja nicht an seinem eigenen Kragen baumeln lassen. Oh, Räuberbaron Alrik. Man kann sich doch nicht auf die Straße stellen und arme, unschuldige Leute ausrauben. Die brauchen das Silber auch, nicht nur du. Die haben hart dafür gearbeitet. Mensch, müsst ihr ein Goldstück verlangen, wenigstens. Immer du hilfst nicht. Entschuldigung. Ah, ihr habt einen gefangen. Sehr gut, Kinder sind viel wert. Sehr gut, sehr gut. Ja, während der Jalan mit dem Kind da spielt, gucke ich mir mal die Schleifspuren an, ob die da nicht wirklich irgendwie so ein
armes Kräutermütterchen oder so umgehauen haben und weggeschleift. Nee, also wenn du da mal rantrittst, vor allem dann auch dahin, wo sie hingerannt sind, da kannst du sehen, wie sie da wohl mehrere große Baumstöcke abgeschanzt haben und die dann zusammengebunden haben mit so einem sehr einfachen Kordel, die sie dann wohl selbst irgendwie gehäkelt haben, zusammengebunden, irgendwelche Tierhaare, die dann zu einem Seil das dann, und dann, also es ist kein richtiger Baumstamm, es sind halt mehrere Äste, die sie dann über die Straße schleifen können, damit sie dann so eine provisorische Schranke errichten können. Ja, das ist ja herzallerliebst. Therapien. Wir können die ja schlecht zu Sklaven jetzt machen. Darf man die jetzt dann zu Unfreien machen, wenn man die einfach mitnehmen will und sich einfach denkt, ja, das kann ja so nicht sein. Hier bei uns hat man ja einfach gesagt, die machen uns jetzt zu Sklaven. Das sind Kinder. Ich bin doch Ritter. Ich könnte doch eigentlich noch, wie, Jalan, wie hieß das nochmal, dieser Sklave, der kein Sklave war, den man als Ritter Kappe, darf? Kappe hieß das. Das ist dann eine Kappe. Kappe, genau. Ein Knappe. Das ist ein Knappe. Ja, das ist doch nah dran. Oder muss ich mir da extra so einen adligen Jungen irgendwo hersuchen? Jalan, jetzt kannst du mit doch nochmal eine Menschenkenntnisprobe würfeln. Ja, traditionellerweise ja. Oh, Menschenkenntnis ist jetzt nicht unbedingt mein Leittalent. Ich glaube, ich möchte die 20 shippen. Worth it. Geschafft, warte. Ja, geschafft. Sieht sehr geschafft aus. Ja, er hat rote Haare und sieht Torwalsch aus, auch wenn er noch sehr jung ist. Also die roten Haare und die Sommersprossen verraten wohl, dass er ein Torwaler ist. Und während du ihn noch so ein bisschen betrachtest, merkst du auch, wie er dir den Ellenbogen in die Nase rammt. Oh, um Himmels Willen, dass du ja wohl hier geblieben bist. Ich bin das bekommst, nicht mal Kampfgeist. Du bekommst einen Schadenspunkt nochmal zusätzlich. Meine Nase ist doch sowieso voll zu. Sag mal Answin. Also unser Answin. Es gibt hier keinen anderen Answin. Answin. Die Frau Gräfin war doch Torwolle. Also meine Mutter wird richtig? Euch umbringen. Da ruft euch noch hinterher und läuft dann wieder zurück in den Wald, wo ich er wollte ihn jetzt nicht loslassen, darf ich? Ja, okay, dann. Ja, nee, ist okay, dann hältst du ihn weiter fest. Ich glaube, die Selbstbeherrschungsprobe können wir uns bei einem Schadenspunkt auch schenken. Er murmelt dir das trotzdem oder zischt es dir zu. Meine Mutter wird dich umbringen. Ich denke nicht. Das haben schon andere Leute gedroht. Also, ich glaube, der würde mal einen guten Kappen machen. Ich bin mir ziemlich sicher. Heißt es jetzt Kappa, wenn man das. Und das heißt dann auch, wenn das weiblich ist? Es heißt Knappe. Und es ist egal, ob männlich oder weiblich. Also gibt es auch weibliche Knappen. Exakt. Ah. Oh, komm, Bursche. Dann bring dich zu deiner Mutter. Dann kannst du dir in meiner Anwesenheit sagen, wen sie umzubringen hat. Ja, und zumindest jetzt ein Druckmittel. Ein Angriff auf einen Gaugrafen ist ein Staatsverbrechen. Ach, aber mir. Das ist so horasisch wieder. Macht aus den Kindern nicht keine größeren. Dann müsst ihr nicht jedes Verbrechen ahnden? War das nicht so? Richtig, und jedes Verbrechen gehört mit der gebotenen Härte geahndet. Das hier ist ein Kind, das sich einen Spaß erlaubt hat. Auch wenn es sehr rüpelhaft ist. Naja, es hat dir gerade voll in die Schnauze gehauen. Ich meine, das hat mir schon gut gefallen. Die gebotene Strafe ist wahrscheinlich, leg ihn übers Knie und hau ihm den Hintern rund. Richtig, wir werden ihn zu seiner gnädigen Frau Mutter bringen, die er ja so freundlich erwähnt hat. Und ich bin mir sicher, die wird ihm schon einen Satz heiße Ohren geben. Jetzt haben wir aber wirklich genug Zeit, die hier verschwindet. Ja, lasst uns reiten. Alternativ lassen wir ihn einfach einen Tag lang am Travian-Tempel, danach wird es ihm schon besser gehen. Ja, du behältst ihn ja auf deinem Pferd. Viel Spaß. Oh, das wird ein unangenehmer Ritt. Gut, dass wir jetzt auch Kinder anstecken. Wann kommt man sonst denn mal dazu? Immer kriegt den giftigsten aller giftigen Blicke. Immer schmunzelt über beide Backen. Wie verhält sich das eigentlich mit diesem knappenden? Gibt's da eine Altersbeschränkung oder könnte ich mir theoretisch, sagen wir mal, eine schöne 20-jährige alanfanische Dame suchen, die da meine Knappe wird? Es kommt darauf an, was die Befindlichkeiten eurer Standesgenossen angeht. Traditionellerweise nehmt ihr einen Pagen mit etwa 6 Jahren. Und dieser wird 6 Jahre in der Raubhut ausgebildet. Danach sucht er sich woanders oder wird woanders eine Knappschaft für ihn organisiert. Rafim, woran du denkst, ist eine Kurtisane. Die Leibknechte, eines Ritters werden allerdings meistens auch Knappen genannt. Wie ihr sicherlich Garat merkt, tue ich das auch ab und an. Ja, das Knappen, Sklaven, das ist doch dasselbe. Ist es in der Tat nicht. Das ist überhaupt nicht. Als Ritter habt ihr auch die Pflicht, den Knappen auszubilden und gut zu behandeln.
Ihr seid für ihn verantwortlich, für alle seine Taten. Und seine Dame verantwortlich, dass aus ihm eines Tages ein guter Ritter wird. Und von Ritterlichkeit versteht ihr einen Scheiß. Zum Glück sind wir jetzt Ritter. Ja, richtig. Ritter der Ehre halber. Ein wichtiger, wichtiger Unterschied. Ich sehe da jetzt keinen Unterschied, aber jetzt. Ich sehe auch keinen wichtigen Unterschied. Von Gaugraf zu Gaugraf. Ihr könnt mich mal alle am Arsch lecken. Ja, so könnt ihr dann einreiten nach zwei Mühlen. Ist wie gesagt sehr, sehr nah an der Stelle, wo ihr gerade eben überfallen worden seid. Zwei Mühlen ist eine typisch tapatische Kleinstadt und ihr könnt dann die Bürgerhäuser links und rechts neben euch erkennen, wenn ihr einreitet, werdet auch nicht weiter aufgehalten. Die Bürgerhäuser sind aus Fachwerk oder auch aus Bruchsteinen errichtet, die Hauptstraße gepflastert und eigentlich ziemlich sauber, vor allem innerhalb dann auch der Palisade. Da findet man den einen oder anderen Garten, so einen kleinen Acker. Ja, man schätzt hier die Normalität, möchte man sagen, klammert sich dann auch an die Zeichen der alten Ordnung. Ihr könnt dann das ein oder andere Mal auch hier ein paar Rinder sehen, die dann hier durch das Dorf oder durch diese, ja, durch diese landgräfliche Stadt geführt werden. Es gibt ein paar Söldner, die dann hier herumstehen, aber nicht sonderlich viele, so, was dann eben so ein Landgraf an Mitteln hat. Ihr könnt auf alle Fälle dann auch die beiden Mühlen hören, die dann im Wind so ein bisschen außerhalb der Stadt flattern im Wind und steht dann auf dem Marktplatz. Ja, die Stimmung ist ganz gut und ja, es wird hier auch viel gehandelt, vor allem dann mit den Sachen, die man hier auch im Tapatischen Reich bekommt. Das sind dann vor allem sowas wie Honig. Irgendwelche ja, Fleischstücke, irgendwas, was von den Schafen kommt, irgendwelche Kohlesachen aus den Wäldern, wenn dann Holzkohle verarbeitet wird. Also all das, was da Partien an ja, Nahrung und an Wirtschaftlichem zu bieten hat. Ich zeig mal auf einen Mann oder Frau, die da bei meinem. Hey, du da! Ja, mein Herr Magier, was kann ich für euch tun? Travia zum Gruße. Travia zum Gruße. Wo finden wir den örtlichen Schulzen oder den Baron? Wer meint die Gräfin? Die Baronin? Wir haben eine Baronin und wir haben eine Gräfin. Das ist sowohl eine Baronie als auch wir haben hier auch eine Grafenburg. Ich weiß jetzt nicht, wo ihr hin wollt. Wir wünschen, mit der Gräfin zu sprechen. Ja, die sitzt dann vom Marktplatz aus in Richtung Süden. Einfach hier die Straße runter, wird so ein bisschen enger, solltet ihr vielleicht dann absteigen oder so, aber da dann am Sonnenplatz, in Alt-Zweimühlen, da werdet ihr diese Grafenburg finden. Vielen Dank. Sonnenplatz, der Prager ist gefährlich. Aber mir, was soll das? Wir haben über und über darüber gesprochen, dass ihr einen Gräfin sucht. Hier gibt's aber eine Baronin, das ist, glaube ich, eine Zwergin. Ich wollte es nur gesagt haben, Verzeihung. Ich wollte mich nicht einmischen. Hab Dank, guter Mann. Ist mir egal, wie sich. Anjanos, eine Zwergin, eine Top, was geht hier vor sich? Darf ich euch einen Mühlenbräu anbieten? Schmeckt ja. Super. Gib mal her. Warum eigentlich nicht? Ja. Ja, gerne. Ja, dann kommt mal her. Hast du so ein kleiner Verkoststand. Und er schlägt dann extra für euch nochmal so einen richtig schönen Zapfhahn in das frische Bierfass, sodass es richtig schön rausspritzt. Und er hält dann auch direkt den einen oder anderen Humpen unter. Den ersten schüttet er dann auch erstmal weg und gibt euch dann nach und nach das gute Mühlenbräu aus zwei Mühlen. Ja, immer kramt derweil in seinem kleinen Beutelchen, legt ihm einfach mal zwei Silbertaler da in deine Nähe hin und denkt sich so, damit ist es wahrscheinlich abgetan, dass wir jeder jetzt hier ein paar Humpen Bier trinken. Ja, genau. Ja, vielen Dank. Dann, Travia möge es euch halb zu einem. Ja, danke. Travia möge uns erstmal gesund machen, dank dem guten Bierchen. Wie heißt ihr, guter Mann? Ich bin Answit, mein Herr. Ja, mein sehr geläufiger Name, diesem Landen. Ja, das habe ich schon öfter gehört von Reisenden, dass hier jeder Answit heißt, aber naja, wenn man dann irgendwie nach Süden kommt, da wo es wärmer wird, dann heißt er da auch jeder Alrik. Kann ich gar nicht verstehen. Oh, vielen Dank. Sehr gutes Bier übrigens. Danke. Wird direkt hier gebraut. Man mag es kaum vermuten, aber er deutet so ein bisschen auf das Fässchen, wo du dann auch so einen Aufdruck sehen kannst. Ja, prangen halt zwei Mühlen drauf und das ist halt ein originaler Mühlenbräu. Ja, gut.
Stellt ihr auch andere Getränke her? Ich habe ganz viel Honig gesehen hier. Honigschnaps vielleicht? Ihr meint sowas wie Met. Seitdem wir hier unter Ragnar der Roten so ein bisschen Torwalsche Sitten lernen, gibt es hier auch ein bisschen Met, aber den meisten importieren wir. Ragnar der Roten, sagt ihr? Ragnar die Rote. Wer ist die gute Frau? Ihr solltet, wenn ihr bei der Gräfin seid, solltet ihr niemals sagen, Ragnar ist ein Mann. Nein, Ragnar war die Mutter von der guten Svanja. Torvala. So. Sagt, wie lange ist ihre Hochwohlgeboren bereits Gräfin? Wann war denn diese Schlacht an der, wann war denn diese Invasion? Das muss jetzt auch schon gut 10 Jahre her gewesen sein, oder? 8. Ja, also, ich glaube bei der Schlacht von Altzoll oder sowas. Irgendwie sowas. Bei der Invasion der Verdammten. Da ist Ragnar die Rote gestorben. Und seitdem ist Svanja die Gräfin hier. Aber wie gesagt, wir haben auch eine Baronin und das ist eine Zwergin. Torvala, Zwerge. Die verstehen sich ganz gut, die beiden. Ihr Name war noch gleich. Svanja. Der Zwergin. Ach so, die Zwergin, Angroschminia. Angroschminia! Genau. Und sie hat ihren Sitz dann, ich nehme an, nördlich vom Marktplatz? Nö, ich glaube, die sitzt auch ganz oft bei der Gräfin und ich glaube, die trinken ganz oft viel Mühlenbräu oder so. Und ansonsten in der Villa. Oder im Rathaus. Ich weiß nicht, wo die Baronin rumsitzt. Ich sehe die nicht so viel. Oder die läuft in Zwerch rum. So eine Baronie ist ja schon ein bisschen größer. Aber Zwerch... Egal. Hab noch einmal vielen Dank. Hervorragendes Bier im Übrigen. Wir haben sonst auch noch eine andere Burg irgendwo draußen im Südwesten oder im Südosten. Ich bin mir nicht ganz sicher mit den Himmelsrichtungen. Ich komm so wenig dann hier raus, aber es gibt da glaube ich auch noch eine andere Burg. Buckelburg oder sowas. Und wer sitzt dort? Ich glaube auch irgendwie ein Baron oder so. Ja, irgendwie, der sich eine Burg leisten kann eben. Ich wollte gerade sagen. Ja, vor allem das Recht hat, eine zu errichten. Aber was verschlägt euch denn hierher? Der Krieg. Der Krieg? Was denn für ein Krieg? Da seid ihr, glaube ich, falsch abgebogen. Der mit den schwarzen Lampen, der gegen alle Feinde der Götter. Da seid ihr hier aber ganz falsch, mein Herr. Da müsst ihr einmal umdrehen, die Straße ungefähr 10 Meilen nach Norden und dann auf der Reichsstraße 1 immer in Richtung Osten reisen. Der Tod wird zu euch kommen. Belasst die Richtigkeit meiner Aussagen. Nein, das ist ein Versprechen. Um Himmels Willen, Abelmir, haltet ihr wohl die Schnutte zusammen. Finde ich gut, Abelmir, bedroh mal irgendwelche Leute hier. Nehmt es ihm nicht übel, er ist ein Horasier, er kann unsere Sprache nicht so gut. Ich habe viele Freunde. Er blickt so ein bisschen hilfesuchend zu den anderen Leuten hier am Markt. Macht euch keine Sorgen. Habt noch einmal Dank für das hervorragende Bier. Und entschuldigt unsere Unannehmlichkeiten. Wir gehen jetzt zur Gräfin, reden mit der. Und Travia mit euch. Ja. Aber wir kriegen dann auf den Hinterkopf, wenn wir aus eurer Weite sind. Was sollte das? Macht ihr das eigentlich absichtlich? Ich wollte sie nur vorwarnen. Mir hat das gut gefallen. Wir wollen vielleicht ein Aufkommen von Panik innerhalb der Stadt vermeiden. Wenn ihr euch auf den Marktplatz stellt und ruft, der Tod wird zu euch kommen, ist das nicht hilfreich. Ist aber die Wahrheit. Die Wahrheit muss nicht jedem und allem in ihrer Gänze auf die Nase gebunden werden. Und wie denn sie ist ein scharfes Schwert, das mit Weisheit zu führen ist. Und wie wollt ihr dann den Leuten erklären, dass der schwarze Drache hier unterwegs ist? Das wird in genau diesen Worten und nicht mit den Worten. Drache. Der Tod wird zu euch kommen. Vor allem aber... Das klingt wie ein Unterhaltsbote. Vor allem aber wird dies die Gräfin, respektive die Baronin übernehmen, zu der sie ein Vertrauensverhältnis haben. Und nicht irgendwelche Emporkömmlinge, die vor keinen 2 Wochen erst eingesetzt wurden. Gaugrafen, mein Herr, ist das Wort, nach dem ihr sucht. Emporgekommene Gaugrafen, vergesst das nie. Euer Hochwohlgeboren Emporkömmling. Nichtsdestotrotz sollten wir uns aufmachen zu dieser Torwallerin.